Selbstverständlich. Selbstverständlich geht's gleich wieder auf Tour. Ach, wie schön. Und zwar zum Ring. Zum Ring da hinten. Wartet kurz, ich muss nur ganz schnell... Ich hau mir nur ganz kurz die Plauze voll. Dann warte ich aber drinnen, weil sonst geht ja mein Sauerstoff. Ich bin schon da, ich bin da, ich bin da. Wir können losorcheln. Hier kannst du Vollgas durchs Lager fliegen. Ja, das ist einfach super gebaut, ne? Aber hier ist ja auch schon alles voll mit Wasser, siehst du mal? Oh. Was hinter unserer Basis sieht man, das sind die dunklen Felsen. Du meinst die hier schon, ne? Diese hässlichen. Aber ist hier... Oh, da ist eine Kiste. Hier habe ich doch... Ja, genau, hier. Hier hat man damals auch einen Haufen Alu gefunden, stimmt. Du meinst, wenn man hier so einen Extraktor aufstellt, kriegt man Alu, ja? Stimmt, hier war ohne Ende Alu. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Ah. Ja, dann müssen wir das tun. Ja, richtig. Dann bau hier mal so ein Viech hin. Ja, ich habe keine Materialien mehr für das Viech. Was? Ja. Da würde ich aber gern gleich zwei hinstellen. Aber wir müssen ist ganz schön windig. Aber wir müssen erstmal reichlich Alublech umholen. Aber wo willst du es holen? Na, hier gibt's doch, hier liegt doch überall genug rum. Hä? Ich sehe hier überhaupt gar kein Alu. Ich habe schon 5. 5 Stückchen. Die Kiste hier hinten, hast du die schon gesucht? Nee, die habe ich noch nicht. Oh. Naja, ein bisschen Eisenkram ist hier drin. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das? Was ist das für ein Haufen? Was ist das? Gleich schon wieder was entdeckt. Aha. Geht's hier rein? Nö. Also was? Was wir alles entdecken, das gehört doch zu irgendwas. Mal da rein? Das sieht sehr klumpig aus. Ja, aber da gibt es nirgendwo einen Eingang. Nö, nee, dann lass uns nochmal zurück zu dem Feld gehen, dass wir da noch ein bisschen Aluminium holen. Hab's heute bloß gesehen, weißt du? Ja, ist doch sehr gut gesehen. Ja, klar, freilich. Kannst ja machen. Aluminium. Da. Ja, damit. Ich blende mich selbst mit meiner Lampe, ne? Das ist auch geschickt. Ah, noch erkischt. Aha. Astronautenfutter. So, ich habe noch 2 Plätze. Warum finde ich denn... Oh, hier ist noch eine Kiste. Hä, haben wir die alle übersehen? Ah, nee, die hast du bloß nicht abgebaut. Okay. Ja. Warum sehe ich denn eigentlich keinen Alu hier? Komm mal her, so sieht das aus. Ich weiß doch, wie Alu ausschaut. Also. Mensch. Hab schon 100-mal abgebaut, aber ich sehe hier keins. Gute Nacht, Pupsi. Gute Nacht, Pupsi. Dann gehe ich schon mal entleeren kurz, weil ich habe auch noch auf einen anderen Kram gefunden. Du. Naja, dann nehme ich ja Kobalt mit, wenn ich kein Auto finde. Sehr fix. Ja, Kobalt braucht man auch für Sauerstoff immer wieder. Ja, also. Ja. Brauchst du richtig? Und wenn der Schrank dann mal voll ist, dann hole ich mir da alles raus und baller mal ganz viele Flaschen durch, weißt du? So, Silizium. So. Okay, da könnte ich 3-mal Superlegierung, glaube ich, herstellen jetzt. Ich brauche 4. Ja, wir brauchen, glaube ich, auch mehr Strom, ne? Deswegen, oder? Was wollten wir jetzt überhaupt bauen? Also du wolltest einen Kernreaktor bauen und ich wollte 2 von den Blumenstreuern bauen. Blumenstreuer, die brauchen auch Superlegierung. Okay, nee, dann müssen wir weitersuchen. Ja, sag ich doch. Da müssen wir weitersuchen. 4 Stück. Also ich brauche... Ah, jetzt habe ich endlich Alu gefunden. Ah, Ja. Genau, die Bau-Pro. Oh, Inventar. 2 Superligier, das heißt, die braucht 4. Okay. Naja, warte mal. Da müssen wir ganz kurz. Bing, 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 bing.
Ja, da müssen wir da hinten unbedingt so einen Schrank hinbauen, ne? So ein Abernte-Gedöns-Onkel. Ja, ne? Gott. Was wolltest du eigentlich jetzt gerade sagen? Erzabernter, wollte ich sagen. Das hat sich irgendwie schlimm angehört. Es war auch schlimm, für mich zu reden, weißt du? Ui, beide Eisenschränke sind fast voll. Ja, ja, also verarbeiten können wir das Zeug ganz schnell. Also das ist... Ja, ich weiß. Ich darf mich doch mal freuen, dass da was drin ist, oder? Ja. So, das kommt da rein. Ja, wir brauchen so viel von diesem blöden Zeug. So viel. Naja, also was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist Sauerstoff und Wärme. Ja, und ja, um ja. das so hinzukriegen, brauchen wir natürlich erstmal Strom. Ja. So, ohne Strom geht's nicht. Ah, Auberginen? Kann ich zumindest den Dünger schon mal fertig machen? Ja. Diese olle Superlegierung, das ist schon echt ein Scheiß. Aber die spawnt auch nicht nach, ne? Nee. Ich meine, wir können da nochmal rüberfliegen, aber... Ich habe jetzt 2, 4, 6, 8, 10. Es ringt. So, warte mal. Für deinen Pflanzensprüher brauchen wir auch allein schon zwei. Okay, zwei. Ja, genau. Also vier Stück, sag ich doch. Vier Stück kannst du haben, habe ich vorbereitet, genau. Dann gehe ich jetzt nochmal so ein Stromding bauen, ja? Zwei, drei. Uiuiui. Genau, die vier Dünger habe ich auch. Ja. Drei. So, was brauchen wir noch? Und Wasser. Naja, Wasser haben wir ja. Wasser haben wir jetzt reichlich. Das kommt sogar bei uns vom Himmel. Ja. So. Also vier Superlegierung, vier Dünger. Mhm. Und vier Wasser. Sehr gut. Genau. Und dann nehmen wir... Uiuiui. Die coolen Blümchen, ne? Die so richtig... Ja, ja, genau. Aber geht gut ab, unser Ding jetzt hier. Wir sind schon bei 69 MTI. Ja, sehr cool. Wo hast du denn die Superlegierung hingetan? In den Superlegierungsschrank. Hättest du ja mitbringen können, weißt du? Nein, hätte ich nicht. Pfeife. Nein. Sag doch sowas nicht zu mir. Oh. Okay, dann sind noch drei Stück drinnen. Ja, ja. Die werde ich brauchen für den Erzextraktor. Weil dann nehme ich die Goldsamen, weißt du, die richtig... Ja. Die richtig Pfeffer geben. Weil die geben 600. Mhm. So, ich hoffe, das Wasser bleibt hier stehen, ne? Das Wasser steigt. Hör auf, sowas zu sagen. Jo, aber er hat recht. Nein, nicht. Nicht? Na gut. So, dann kommt einer. Schade, dass die so hässlich sind. Ja. So. Zack, zack. Haben wir noch so einen Brennstab hier? Flowers on the Hostile Plant. Oh, wir haben irgendwas erreicht. Blumen blühen irgendwie. Ja, na ja. Ach so, hast du gemacht, ne? Was denkst du, was ich hier versuche die ganze Zeit zu bauen? Ach so, er sorgt dies doch. So, jetzt gehe ich mal da drüben einen Extraktor hin basteln. Oh, Maschinenoptimierer. Oh. Mal schau mal, ist das süß. Oh, ich kann gerade nicht. Ich muss hier... Oh, du musst aber. Ich muss. Ich hätte ihn auch gern irgendwo hingebaut, wo ich ihn sehe, ne? Oh. So. Ja, funktioniert. Danke für den Tipp. Ich komme.
Also haben wir doch schon mal eine Aluminiumproduktionsmaschine. Subnautica muss ich auch noch mal irgendwann... Oh, ich liebe ja Subnautica ohne Ende, aber da... Kommst du jetzt endlich, oder was? Wo bist denn du? Na, vor unserem Wohnhaus. Oh, ach Blümchen. Ach Gott, wie süß. Oh. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Ist wunderschön. Der Blümchen. Ach, ist das toll. Eine Blumenwiese vor unserer Nase. Ja. Die wachsen dann natürlich auch wie die Blöden, ne? Ja, ist doch super. Sehr gut. So muss es doch sein. Ja, das sieht gut aus hier. Es steigt sehr schön an. Hm? Ach so, ist das jetzt, was steigt denn an? Sauerstoff, oder? Sauerstoff, ja, ja. Ja, sehr gut. Ach, ist das schön. Baue ich vielleicht später hinten auch noch welche, aber jetzt muss ich erst das alles nach... Ja, ich gehe mal gucken bei unserem Iridium-Onkel, was der rausgeholt hat schon. Wir haben hier extra einen Iridium-Onkel. Oh. Du, 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 du. Genau, dann gehe ich wieder Algen holen. Ja, aber Schwefel braucht man dann wieder. Ja. Wo kriegen wir denn den Schwefel her? Aber der ist ja auch nicht... Unendlich. Nicht wirklich, nee, aber vielleicht auch so einen Extraktor hinstellen in so eine Mine da. Wo wir letztes da. Ja. Der müsste ja dann eigentlich auch verschiedene Dinger holen, ne? Da hätte ich eigentlich einen guten. Der gar nicht so weit weg ist von uns. Ja, ja, eben, ja. Du weißt doch gar nicht, was ich meine. Was, den Schwefelspot? Ja. So, ja. Ach so, in der Iridium-Höhle, ne? Nein. Nein? Da oben bei dem Raumschiff. Ach so. Ja, da müssen wir eh noch mal gucken. Warte mal. Da ist eine Osmanium-Iridium. Osmanium und, Okay. Oh, das ist so schön. Ich laufe hier immer durch jetzt. Das ist so schön hier. Die kleine Blumenmarkt. Mhm. So. Da haben wir das erstmal. Aluminium wird auch gerade abgebaut. Okay. Da gibt es noch den Erzextraktor Stufe 2. Okay. Das ist ja alles verrückt hier. Oh. So, Happa Happa. Das sieht ja aus hier. Was? Junge, Junge, Junge. Ach, ich wollte wegen Strom gucken. Nicht, dass du mir hier schon wieder meinen ganzen Strom versemmelst. Naja, bisschen. Oh, hast du dich jetzt gerade über unsere Blümchen beschwert? Nein, nein, niemals. Mal schau, es Mosi wird auch schon. 15,6. Oh ja, 15. Ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, wollen wir nochmal einen Ausflug wagen? Ja. Halt, warte, ich muss erst mal gucken. Ich muss die Algen schnell wegbringen. Suche nach Sicherung und setze sie ein, um die Leistung von Maschinen in der Nähe zu steigern. Aha, aha, aha. Schreddermaschine haben wir auch noch nie gebaut und Recycle-Maschine auch noch nicht. Aber die brauchen wir auch gerade nicht. Ja? Ah ne, Biodom 2, nee, den haben wir doch schon. Ja, genau, genau, ja. Na, jetzt müssten schon ein paar... Rezepte bald kommen wieder. Aber da ist doch der Kompassbildschirm. Warum baust du den denn nicht? Kein Satellit im Orbit. Und da brauchen wir diese Superlegierungsgeschichte dafür, diesen Stab. Und das haben wir noch nicht gefunden. Silizium, Eisen und Mikrochip-Kompass. Ja, für das Kompassteil. Aber ich brauche für die Rakete. Den Kompass kriegen wir hin, ja. Aber 100-mal habe ich gesagt, lass uns doch da einen hochschießen. Und du sagst immer nein. Aber dabei können wir den Bildschirm doch längst bauen. Das verstehe ich nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. GPS brauchen wir nicht. Wir brauchen diese Karteninformationsrakete, ne? Und dafür brauchen wir den Superlegierungsstab und den haben wir noch nicht. Den können wir auch nicht bauen, weißt du? Wenn ihr da einen Tipp habt, wo man den herkriegt und wie man den bauen kann. Ja.
Das wäre auf jeden Fall ganz knorke. Aber warum schießen wir Erst nicht eine normale GPS-Rakete. GPS-Rakete Okay, dann. hoch? Ich verstehe das nicht. Ja, warte doch mal. Machen wir doch jetzt. Der Mann macht mich kirre, ehrlich. Ja. Wie, ich habe schon 100 Mal gesagt, lass uns das so eine Rakete hochschießen. Du sagst immer nein. Kompass. Moment. Zweimal Alu. Ich glaube, ich habe kein Alu mehr. Doch, zweimal habe ich noch. Hast du Glück gehabt? Dann brauchen wir Magnesium, Silizium. Magnesium, Silizium. Pass auf, jetzt mache ich erstmal Aber das, dann mach ne? gleich die Zweier hoch, ne? Nee, wir brauchen Aluminium, immer noch. So, ich pack den mal hier rein, sonst versaubeutel ich den wieder. So, und jetzt brauchen wir ein Raketentriebwerk. Haben wir noch eins? Nee. Nein. Iridiumstab, Uran, Uran. Ja, hör Zack, mal zack. auf Dani, ehrlich, weißt du? Das habe Ja. ich ungefähr schon 8 Mal gesagt. Und da hat er immer gesagt, wir haben noch keinen, wir haben den Bildschirm dazu noch nicht, wir haben den Bildschirm. Stimmt gar nicht, der Bildschirm steht die ganze Zeit schon da. Na klar, steht der da. Warum sagst du denn dann immer, dass ich kein. Also der hält mich manchmal auch für doof, oder? Haben wir noch eine Superlegierung? Ja. So, Raketentriebwerk ist da. Und warum kannst du nicht die Zweier gleich schicken? Weil ich diese Superlegierung dafür brauche, oder? Nein, ein Raketentriebwerk, zwei Mikrochip-Kompass und dreimal Superlegierung. Ja, hilft denn das, wenn man da die Zweier hochschickt? Naja, die zeigt dir halt noch mehr an. Achso. Dann brauchen wir zwei Kompassen, ne? Und dreimal Superlegierung. Ja, dann brauche ich wieder Aluminium. Aber ich habe doch da vorher was reingemacht. Ja, das ist ja schon wieder weg. Das ist ja alles verrückt hier. Man muss die erste hochschicken, okay, wieder zurück, die erste hochschicken. Jetzt hole ich Alu. Nee, aber das, wenn Pilzi sagt, erstmal die erste. Ist ja gar kein Aluminium gekommen. Ah. Ich muss mal Luft schnappen. Immer Luft schnappen. So, die erste. Okay, dann brauchen wir noch einmal Superlegierung. Ich habe, wie gesagt, mir fehlt Alu. Habe ich Alu jetzt gefunden? Nee. Das ist blöd. Hast du nicht vorher gesagt, du hast so viel gefunden? Ja, das ist ja schon wieder alles verbaut worden in Superlegierung. Ja. Ich habe nichts mehr. Nichts mehr habe ich. Oh, das ist ja blöd. Ich pack das mal eben nochmal mit hier rein. Das haben wir ja. Einmal links fehlt uns, ja. Ich flieg da gleich nochmal rum. Vielleicht finde ich noch ein bisschen Aluminium. Quatsch, mache ich den für Quatsch? Na dann, komm, dann fliegen wir mal schnell in die Höhle hoch, die ich ausgeräumt habe, die ich dir nochmal zeigen wollte. Ja. Wo bist du hingeflogen? Ach, da. Richtung, genau. Aluminium. Ba, 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 Weil da ba. war ja vorher Eis und das ist ja jetzt alles geschmolzen, weißt du? Ja. Und da war ich vorher schon drin. Aha. Aber vielleicht stellen wir da so ein Ding rein, weißt Naja, aber da brauchen wir Massen an Alu. Ich muss ja die Superlegierung herstellen. Hier drin? du? Ist ja gar nicht drin. Ja. Da ist überhaupt nichts mehr drin, gell? Habe ich das alles rausgeholt? Alles! Du bist ja verrückt. Manchmal bin ich, ja. Also schon. Ja. Aber schau mal, das ist hier so ein. Gibt's hier Schwefel? Das sieht so aus wie Schwefelspot, oder? Schwefel tatsächlich, hier liegt Schwefel rum. Schau mal, ob hier nicht auch Alu rumliegt, weißt Bisher nur Schwefel. Aber Schwefel ist auch wichtig, auch das brauchen wir, weißt Ja. Ich nehme gleich noch mal ein bisschen Eisen mit. du? Hier ist Alu. Einmal Alu habe ich. Siehst du? Oh, ich hab. Nee. Hier musst du aber Alu. ganz genau hingucken, ne? Aluminium habe ich auch gefunden. Amolumolumium. Vor allem leuchtet das hier blau. Das ist ja auch interessant, ne? Wahrscheinlich durch den Schwefel oder so. Das ist Kann sein, Kobalt. ja. Eisen.
Man sieht ja fast gar nichts. Ein Sandwasserfall? Bitte? Der ist über uns. Oh, Schwefel ist so cool, weil Schwefel brauche ich nämlich jetzt auch immer wieder. Magnesium. Magnesium? Da hinten ist der Durchgang, okay. Naja, hier ist noch Aluminium. Bei dem anderen Ding waren wir ja schon. Eisen. Wo es die ganze Superlegierung gab. Da haben wir auch schon alles abgeräumt. Aber hier sind wir noch nicht rumgelaufen. Nee, tatsächlich noch nicht, nee. Doch, hier, das meinst du, oder? Oh, das sieht ja geil aus hier. Was? Hier ist ein riesen Sandwasser, ein Sandfall. Siehst du mich? Warte mal. Ja, komm hier, hier. Kommen Sie mit? Ach, da, ja. Ja. Schau dir das mal an, wie schön das hier ist. Oh. Direkt unter dem Sandwasserfall gibt's, Sandfall heißt das, ja? Da gibt's Superlegierung. Oh, das ist toll. Oh, das sieht ja... wunderschön aus. Aber hier... Ah, da, tatsächlich. Oh, ich muss mal hier Luft schnappen. Ja, stimmt. Ja. Da kann man sich natürlich einiges an Mats sparen, wenn man die Dinger direkt gleich so findet, ne? Du suchst da oben, ja? Ja, aber hier ist nichts. Hier unten rennst du mal ab und zu über was drüber. Oh, hier brauchst du ja Nachtsichtgerät hier. Ja, das ist ganz schön. Oh. Also hier oben ist gar nichts. Ich habe nicht eine gesehen. Leider. Ich habe schon ein paar gefunden. Das ist eine. Haha. Was ihr alles wisst. Ja, aber echt. Oh, und eine Höhle. Osmanium. Oh, das ist gut. Schwefel. Achso, du gehst daran, okay. Dann gehe ich daran. Oh. Erkischt. Also, oh. Ihr macht uns ja, ne? Hier gibt es zweimal diesen Kleber. Hast du noch Platz? Schauen wir mal. Ja, ja. Ja, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. So, ich bin voll. Das ist toll. Also hier, das müssen wir uns merken. Da müssen wir gleich nochmal herkommen, wenn wir abgeladen haben. Ja, kannst du uns hier nicht so eine Leuchte hinmachen? Ich habe nicht genug Materialien für die Leuchte. Ich brauche einmal Titan, einmal Silizium. Aber ich habe keinen Platz im Inventar. Aber ich glaube, wir sind schon fertig. Ja. Ja gut, das finden wir doch auch. Das finden wir wieder. Das sagt Olli immer so und dann finden wir es nie wieder. Schon. Betten? Hier liegen noch ein paar Dinger rum. Naja, aber ich bin voll. Ich muss gleich nochmal wiederkommen. Ja, aber ich habe immer noch Platz. Was? Ja, hier am Stinkefeld vorbei und dann dahinter. Das müssten wir doch finden. Stinkefeld? Na ja, an diesem Schwefelfeld. Ich nehme noch alles mit, was ich jetzt bin. Ich auch voll. So. Ja. Nach Hause. Hause. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Okay. Ach, wie schön. La 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 la. Und schon sind wir wieder zu Hause. Also, solche Tipps sind natürlich Gold wert, ne? Ja. Also, wir hätten es wahrscheinlich irgendwann auch mal gefunden, aber irgendwann ist halt blöd. Ja. Ich finde das ja gerade klasse. So, warte mal, da kann ich doch mal, also die GPS-Rakete, Stufe 1 war das, glaube ich. Das ist ja lustig, wo ich jetzt rauskomme. Ja. Ich bin jetzt in unserem Iridium, da kann ich ja mal schnell Luft schnappen. Ach, ist das schön. So, warte mal, Schwefel hauen wir gleich hier hinten rein. Osmium. So, deinen anderen Kram, Achso, warte mal, lass mich erstmal schnell was gucken. Ich muss mal gucken, welche Stufen wir jetzt brauchen. Erstmal Stufe 1, ne, von der Rakete, habt ihr gesagt. So, jetzt komme ich auch noch mit meinem geilen Zeug, pass auf. Die GPS Stufe 1, da brauche ich einen Kompass und dann können wir sie schon losjagen. So,
Ün Kompass. Falls du dann mitgucken willst, sagst Bescheid, ne? Ja, aber ich bin noch am Ausräumen. Jawohl. Ich habe auch noch Dünger für dich. Wo hast du die Knüppel hingetan? Was für Knüppel? Die Gummiknüppel. Die kommen bei Tools rein, bei uns ins Lager. Bei Tools, jawohl. Ich habe einmal Dünger. Wo soll ich denn den hinmachen? Er tut mal auch in Tools rein, den nehme ich mir da wieder raus. Achso. Warte. Oh, Wurm, du auch schon? Ja, wir werden auch nicht mehr lange machen, ganz ehrlich. Vielleicht hast du Lust, morgen 16 Uhr sind wir auch wieder am Start mit Sons of Forest. Ja. Genau. Aber wir machen noch ein bisschen, wir wollen mal die Rakete losstarten. Ja, erste. Ja, und gucken, was dann passiert, ne? Vor allen Dingen. Warte mal, hier kann ich ein bisschen was wegpacken. So, ich wäre bereit. Ich bin auch bereit. So. Eine Stufe 1. Tada! Oh, die sieht ja nett aus. Die sieht hübsch aus, ja. So, ich starte. Wo bist du? Ich stehe immer noch auf dem Felsen hier. Achso. Los geht's. Kippie! Bora Set 4. Oh ja. Tschüss, Rakete. Siehst du, wir hätten sowas viel früher machen müssen. Ja. Ja, du bist so ein Luschi, ehrlich. Ich gar nicht. So, jetzt schauen wir mal auf den Kartenbildschirm, weil es müsste nämlich da was kommen. Bist du sicher? Mhm. Dubi, 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 dub, dubi, du. Aber zuerst muss ich ein Böhnchen essen. Ah, nee, Quatsch, ich muss was trinken. Naja, fast. Tatsächlich. Das ist ja toll. So, und das siehst du jetzt. Da oben sind wir bei der Stufe 1. Ja. Wenn wir jetzt die Stufe 2 hochschicken, dann geht es weiter nach draußen und dann sehen wir mehr. Und es geht bis zur Stufe 4 und dann sehen wir die ganzen, wahrscheinlich den ganzen Planeten, weil wir so cool sind. Aha. Das ist ja nett. Das ist nett, gell? Also ist die nächste Stufe hier die Zweier. Ja. Müssen wir machen, damit wir dann weiter sehen können. Aha. Ja, die Zweier könnten wir, glaube ich, auch schon bauen, ne? Ja, dann let's go. Da muss ich noch gucken, eben, was die braucht. Ja, die sind extrem wichtig anscheinend. Nur, wie geht denn der Luftdruck? Der Luftdruck ist auf einmal so niedrig. Naja, der wird nicht niedrig sein, der wächst nur halt langsam. 1,05. Das haben wir doch vorher höher, oder? So, dann gucken wir mal. Oh, 24% sind wir schon. Dreimal Legierung. Warte mal, zweimal Kompass. Ja, warte mal. 1, 2, 3. Zweimal Kompass. Also 4 Alu. Zwei Silizium, zwei Magnesium. So, schauen wir mal. Und ein Raketentriebwerk brauchen wir ja auch noch. Uiuiuiui. Das ist immer, das Raketen wollen das immer haben, ja. Uran. So ein Stab war doch, glaube ich, auch noch, oder? Nee, der andere Stab. Nee, das ist dann die... Warte. Okay. Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da muss ich mal einen herstellen, schnell. So. So, haben wir alles zusammen. Sehr gut. Auf geht's. Warte, ich komme auch gleich wieder. Ich muss bloß hier mal eine Flasche Wasser und so mitnehmen. Hi, unsere schöne Blumenwiese. Lalalala. Ready? Okay, ready. Ach Quatsch, man sieht, wo die, wenn man eine Uranrakete oder Iridium, siehst du dann, wo die eingeschlagen ist. Das ist auch gut auf der Karte. Ach, wie schön. Tschüss, Rakete. Was wir schon alles haben.
So, dann schauen wir mal nochmal auf der Karte. Müsstest jetzt nämlich eigentlich weiter rauszoomen können. Ja. Mei, ist das schön mit dem Blümchen. Habe ich überlegt, ob ich nicht andere Blümchen da noch dazu mache, Mensch. Wie du willst. Ja. Oh ja. Schon ein bisschen. Naja, die Fracks, die wir schon erkundet haben, die haben wir schon auf jeden Fall. Ja. Genau. Aber siehst, wenn dann die Dreier kommt, dann kannst du wieder, und bei der Vierer kannst du dann noch weiter rauszoomen. Und ja. Dann ist natürlich cool, ne? Das ist... Ach, das ist schön.